So, Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von Landwirtschaftssimulator. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich mir hier einen neuen Traktor organisiert. Den haben wir uns jetzt hier gemietet. Kostet uns jetzt gute 12.000 am Arbeitstag, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Oder in der Woche. Nee, Arbeitstag glaub, pro Stunde oder sowas war das, glaube ich, 12.000. Ist jetzt natürlich nicht viel, ja, ich weiß. Müssen wir gucken, dass wir vielleicht noch ein anderes Gerät dann dafür vielleicht abgeben können. Und die Sämaschine habe ich hier auch jetzt gemietet, weil ich habe keine Lust, mit einer kleinen Sämaschine die ganze Zeit da rumzujuggeln. Demzufolge habe ich jetzt halt mich einfach dazu erstmal entschlossen. Ach, und wir hätten auch noch Dings machen können. Gut, dann muss ich mal ganz kurz hier nochmal zurück und nochmal schnell Dünger kaufen. Dann haben wir das nämlich noch gekauft. Und das Teil haben wir nämlich auch noch nicht. Die Düngermaschine. Und da habe ich mir jetzt einfach einen größeren Traktor organisiert. Ganz einfach, damit wir hier halt nicht jedes Mal einen neuen Traktor organisieren können. So haben wir halt einen Traktor, der halt für längere Zeit geht. Gebraucht war leider keiner vorhanden. Und deswegen können wir uns aber auch gleich jetzt nochmal damit befassen und noch einen zweiten. Naja, das kann auch so reichen. 30.000, das sollte jetzt reichen. Wir haben jetzt viel zu viel Geld ausgegeben schon wieder. Wir müssen erstmal noch ein bisschen was einnehmen. Sonst kommen wir wieder in die Schuhhulten auffüllen. So, füllen wir hier mal weiter auf. Ja. Die Animation hätte noch ein bisschen anders sein können. Gut, ich habe jetzt hier natürlich ein bisschen übertrieben. Auf meinem Hof steht natürlich auch noch ein bisschen was rum. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, aber wir haben dann wenigstens was da und es ist wenigstens gleich schon mal gedüngt. Ja, und das bringt uns dann wieder mehr Ertrag. Und ja. So. Fahren wir mal schnell darüber und werden unsere Saat ausschenken. Z. Wir hatten Raps gehabt. Raps ist natürlich immer eine gute Finanzspritze, sage ich jetzt mal so. Ist schnell bearbeitet. Bringt jetzt gut. Wir haben jetzt dadurch zwar kein Heu und sowas, aber ja. Wir wollen die auch erstmal zuklappen. Okay, da klappt das gute Ding erstmal auf. Arbeiten wir dann gleich mal mit der neuen Maschine. Schalten das Gerät an und geben mal hier Gummi. So haben wir nämlich unser Weg. Guckt mal, seht ihr auch schön, ist gleich schön gedüngt. Haben wir das viel, viel schneller erledigt. Na, guckt mal, in der Zeit, wo ich jetzt da drüben hier die vier Bahnen gemacht habe in der letzten Folge, haben wir jetzt hier mit einer Bahn schon fast die ungefähr die Größe. Sind natürlich auch jetzt mehr Kosten, das ist mir natürlich auch alles bewusst. Aber was soll's? Wir haben ja noch da drüben noch andere Felder. Ich meine, müssen wir dann vielleicht einen Traktor dann halt dafür nochmal verkaufen, den wir noch haben, den wir jetzt nicht benötigen. Ist das hier schon angebaut eigentlich? Ja, das ist schon im Wachstum. Okay. Müssen wir da nicht nochmal lang? Wäre jetzt Blödsinn, alles doppelt zu düngen oder doppelt zu säen. Das ist ja schon Käse. So. Dann los geht die Lotse hier. Aber wir haben ja noch, falls das Geld nicht reichen sollte, können wir ja noch unser. Wir haben ja das Zeug hier abgeerntet. Das habe ich ja nicht gleich verkauft. Das habe ich ja erstmal in unser Silo gepackt, damit wir, wenn wir hier so eine Situation haben wie jetzt so und wir müssen uns für neue Gerätschaften was organisieren und kaufen, dann haben wir wenigstens gleich ein bisschen Geld und können unseren Ertrag sozusagen dann, ich will jetzt nicht sagen maximieren, aber wir können halt warten, bis halt der Preis halt einfach gut ist, ne? Und dann lohnt sich das Ganze auch ein bisschen besser zu verkaufen, weil wir halt dann einfach viel mehr dann dabei raus haben. Ne? Und umso mehr Geld wir hinterher bei raus haben, wisst ihr selber, umso schneller können wir natürlich auch dann wachsen. Das geht auch, indem ihr hier wachsen könnt, indem ihr jetzt hier auf das Video ein Like da lasst, einen Kommentar schön schreibt. Würde ich mich auf jedenfalls mega freuen, denn nur so können wir auch wachsen und können dann auch hier gerne mal community-mäßig was zusammen starten. Würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn das mal funktionieren würde.
und wir hier was zusammen machen können. Könnt jetzt natürlich auch sagen, für jeder, der hier reinschreibt, kriegt von mir ein Autogramm, aber das wird wahrscheinlich keiner wollen. Aber wenn ich sagen tue, jeder kriegt von mir 2 Euro, das wäre natürlich auch schon wieder eine Sache, ne? Ja, komm, wir machen mal ein Ziel, wenn wir sagen jetzt mal so, ich will jetzt die 50 Likes erreichen. Bei den 50 Likes quäle ich mich wieder mit den kleinsten, der kleinsten Sämaschine oder mit den kleinsten Gruppe, je nachdem, auf ein Feld rum. Das ist doch was. Schadenfrohe vom Herrn. Ich hoffe, ihr habt auch mal in die Playlist reingeschaut. Wie gesagt, ich habe das ganze Game ja auch nochmal wieder für die Konsole gehabt. Oder habe ich immer noch. Wenn ihr da wollt, könnt ihr auch gerne da mal vorbeischauen. Was ich da so bisher jetzt immer die ganze Zeit gemacht habe, ist alles anguckbar, nachvollziehbar. Ja. So, drehen wir hier mal ordentlich. Auch. Habe ich mich etwas verfahren hier. Muss ich mal ein bisschen zurücksetzen. Oh, du ein bisschen tanzen hier. Das ist natürlich jetzt scheiße hier. Das habe ich mich natürlich nicht aufgepasst. Das habe ich mich ein bisschen gedreht. Und dann schnell mal hier drehen wieder. Und müssen wieder hier lang. Genau, damit wir unsere Spur einhalten können. Also so. Gut, das ist natürlich die andere Frage. Hätte man für so ein kleines Feld in Anführungsstrichen säure, teuren Maschinen gebraucht, sage ich jetzt mal so. Aber so haben wir sie, weil die Kosten sind ja dann doch auch schon erheblich hoch, 12.000, wie gesagt. Ja, aber was soll's, ich meine, muss man dann ein bisschen ackern, ne? Wenn nicht, müssen wir dann wieder Weizen oder Raps oder so, oder Gerste anpflanzen. Gerste soll ja auch sehr gut Ertrag bringen. Aber ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreiben, was den meisten Ertrag bringt. Würde mich natürlich auch sehr gerne mal interessieren, weil jeder sagt schon halt was anderes, ne? Ich selber bis hier in dem Fall noch nicht ausgetestet. Wenn wir jetzt hier damals bei Zoolandwirtschaftssimulator 11 gewesen wären, hätte ich das Ganze in jeglicher Hinsicht probiert, mit dem Dünger, mit das, aber aus diesen Tests, da gibt es ja sicherlich schon welche, aber wenn ihr Bock habt, können wir das auch sehr gerne mal selber testen. Vielleicht gibt es ja Kniffs und Tricks, die man noch machen kann, um das noch weiter zu vergrößern. So, währenddessen wir jetzt hier so ein bisschen gequatscht haben, haben wir jetzt hier diese 3 Bahnen hier schon ungefähr fertig gemacht, hier 4 Bahnen, wie auch immer. Währenddessen wir da drüben die, ich sage jetzt mal, 3 Bahnen in einer viel größeren Abstände gebraucht haben. Ja, ich meine, gut, wir fahren natürlich auch knapp 5 km/h schneller. Wir sind mit dem anderen Traktor was bei, glaube 9 bis 10 km/h drüber gefahren und hier fahren wir knapp mit 17 km/h. Das ist natürlich schon auch ein gewisser Fortschritt auch. Das kann natürlich auch ein bisschen schneller wachsen dadurch. Ne? Warten wir es auch mal ab. Wenn nicht, können wir ja auch noch ein paar Jobs auf jeden Fall annehmen. Tun wir so ein paar Helfertätigkeiten nebenbei machen. Was zum Beispiel sowas wie Ansehen ist, damit wir das Geld natürlich auch für unsere Mietfahrzeuge auch wieder reinholen können. Gibt es ja auch noch die Option, dass wir uns da noch ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Ist natürlich auch keine so schlechte Sache, ne? Den wir hier einfach unsere Kollegen fragen auf dem Bau. Und da wird das bestimmt schon irgendwie funktionieren. So, ich grüße euch natürlich, liebe Leute, aus dem TikTok-Livestream. Ich verstehe jetzt noch nicht ganz, warum da jetzt hier das eine so komisch aussieht. Ist mir gerade ein wenig komisch. Naja, egal. Ja, bestimmt, weil ich da drüber gefahren bin, deswegen ist es schon gewachsen. Ich doch schon wieder da lang, ey. Bin ich nur blöd oder was? Das gibt's doch nicht. Unfassbar.
So, letzte Bahn auf jeden Fall und dann muss ich soweit erstmal fertig. Ich hole extra mal ein bisschen weiter aus, damit wir hier. Ja, der Dünger und so läuft weiter natürlich, das ist richtig. Jetzt machen wir die Maschine wieder an. So, ist jetzt egal, ob da jetzt natürlich schon was angepflanzt ist oder nicht. Ich wickel da jetzt einfach mal drüber. Weil hier hinten habe ich mich ja ein bisschen verfranst. Das können wir ja einfach nicht so stehen lassen. Das ist ja alles, wo wir hier das dann halt verlieren. So, jetzt haben wir das Ganze hier schön gemacht. Jetzt erstmal wieder zusammenklappen. Hallo, zusammenklappen. Zuklappen X. Können wir jetzt mal schauen. Wir haben es gleich so weit, dass wir mal nach den Preisen gucken können. Gucken wir jetzt mal nach den Preisen, was das hier so sagt gerade. Was haben wir denn da noch drin? Hm. 12.000 Liter Weizen. Weizen, ach hier. 12.000 ist gerade okay. Machen wir mal kurz die Zeit ein bisschen zügig. Und verfolgen mal die Preise hier, die natürlich hochgehen, beispielsweise runter. Hier sieht das aus wie hoch. Hier ist die Nachfrageklappe am höchsten. Hier so im September, hier geht es ein bisschen runter. Hier ist glaube ich noch mal am höchsten. So, warten wir mal kurz einen Moment, lassen wir das mal schnell hier ein bisschen durchrattern. Ah, blöd, ich hätte ja schlafen gehen können. Ich Trottel. Naja, hier legen wir uns mal kurz hin. Hier schlafen wir eine Runde. Taschenlampe, hey, ging das nicht hier irgendwie? Ja, hier. Schlafen, naja. Das machen wir mal. 1 Uhr. So, halten wir uns jetzt nochmal die Preise im Auge. 1000. Die Preise gehen schon wieder in den Keller. Okay, mal machen wir bei 1000 mal kurz hier einen Cut. Ah, jetzt regnet's. Na egal. Machen wir trotzdem mal ein paar tausenden Cut. Vernehmen wir unseren Traktor hier. Kuppeln den mal an und laden wir unsere 12.000 Liter auf. Damit wir hier mal ein bisschen noch was Aktives machen können. Halt, falsche Richtung. Herbert hat wieder nicht aufgegessen, Juris. Mister, hab's du schon gesehen, ne? Ach ja. Die Sabine hat gestern so lecker gekocht gehabt hier, ne? Und jetzt hat der Herbert nicht aufgegessen. Hat mal einmal Besuch gehabt hier, ne? Oh, der Herbert, ey. Junge, Junge, Junge. Ich stehe nicht. Mal. Scheiße mit den Hänger hier. Gerade ziehen. So. Es ist schwierig dann auch mit der Tastatur und vor allen Dingen auch mit dem zurückwärts zu fahren. So. Die Deichsel muss immer gerade bleiben. Da einmal schief kommst, ist das wieder mies. Richtung. Bitte einfach nur das Ding ein Stückchen rüberschieben hier.
Oh, was mache ich denn da? Ach komm. Das ist jetzt mir gerade zu blöd. Ich drehe mal eine Runde schnell her. Dass wir hier da fertig sind. Ja, das ist halt mit Tastatur. Mit Tastatur das Ganze hier zu fahren ist. Und dann noch so eine Selbstlenkerachse. Also mit so einer Link. Ihr seht es ja hier, ne? Das ist dann sehr, sehr schwierig. Da muss man schon wirklich dann vielleicht mit einem Lenkrad oder sowas fahren. So, hier abladen. Befüllung starten. Start. So, dann machen wir gleich mal die Abdeckung drauf. Abdeckung schließen, N. Perfekt. Weil da müssen wir noch, brauchen wir natürlich noch einen Wegpunkt. So, zack. Was ist das? Was ist da hinten? Warte mal. Hat das ja irgendwie angepflanzt? Nee, benötigt Kalk. Oh, ganz schnell hier. Ach, der steht ja auch noch hier. Müssen wir dann mal verkaufen. Mal schnell mal einen Helfer rein hier. Geht immer gar nicht. So ist das noch nicht angepflanzt hier. Machen wir hier jetzt mal auch nicht wieder dasselbe. So, nehmen hier jetzt mal das hier. Gerste müsste das sein. Moin moin, Leute. Und dann hier jetzt mal schnell noch einen Helfer rein. Kann ich nämlich jetzt in der schnellen Zeit hier das Zeug wegfahren. Das wird jetzt auch kacke. Oh, ich habe jetzt zu viele Traktoren eigentlich. Na egal, lass mir jetzt. Fahr ich das Zeug mal schnell weg hier. Ja, mal sehen, ob der Herber das nachher auch schön gemacht hat. Na hier. Ich weiß nicht, was ich mit dem Namen habe. Sorry, Leute. Muss mal Jürgen bürgen. Gar nicht hört, ne? Ja, wir müssen jetzt hier links, genau, links mal durch die Stadt fahren. Hier kommen wir nicht hoch. Ja, schön, dass es hier mal schön regnet. Müsste auch sowas mal hier wie Hochwasser oder sowas mal geben oder eine Dürrezeit. Das wäre auch mal was Interessantes. Das wäre vielleicht mal was für Interessantes für ein vielleicht 25er allerdings, ne? So eine Dürrezeit oder mal eine komplett Trockenzeit. Also Dürrezeit ist ja Trockenzeit, aber. Oder mal vielleicht sowas wie eine Art Überschwemmung, dass man, ach, das ist halt schon wirklich mies, aber das wäre schon wahrscheinlich zu realistisch. Vielleicht auch wieder. Also, falls ihr Lust haben solltet, ich habe natürlich auch noch einen anderen Kanal, worüber es hauptsächlich so ein bisschen um Autos geht und sowas. Aber wenn ihr da Interesse dran haben solltet, ja, dann lasst es mich gerne wissen.
glaube, das muss eine A machen. Das muss hier reingeschmissen werden. Weg mit dem scheiß Schild hier. Aber auch kein Mensch. Das ist ja nochmal wie so eine Art Zwischenspeicher, glaube ich. Oh. Ist gerade was eingefallen. So, jetzt müssen wir, glaube ich, komplett runterfahren hier. Dann müssen wir uns, glaube ich, den Zug irgendwie mieten. Das war eigentlich auch Blödsinn, aber wir brauchen jetzt das Geld, weil ich gerade vergessen habe, auch den Helfer auszuschalten. Und der Helfer hat gearbeitet und zum Beispiel für Dünger und Saatgut, was ja eigentlich schon in dem Gerät drin ist, haben wir jetzt quasi nochmal gekauft. Natürlich auch Kackwurst. So. Holen wir uns mal kurz den Zug für 1000. 1,2 Kilometer müssen wir mal ganz kurz warten hier. Daniel. Für 2 Stunden. Geiler Name. Ach, das kann jetzt wieder kurz dauern. Deswegen haben sie extra eine Anzeige drüber gemacht gehabt, damit man das sehen kann, wo dann der Zug ist. Finde ich auch auf der anderen Seite ganz praktisch. Muss man nicht so 3 Stunden warten. So, wenn der Zug da ist, mache ich den noch voll und verkaufe und dann beende ich auch erstmal die Folge, weil ich will sie ja nicht so lang machen. Von wo kommt denn der Zug? Ach, da kommt Sarah reingefahren. Ja, natürlich, da kann ich ja lange stehen hier. Normalerweise wartet man eigentlich ab und macht den Zug komplett voll. Das Zug kostet ja auch 1000, das musst du dann auch nochmal abrechnen, ne? So. Abdeckung öffnen, N. Ja, da hinten, das ist die Abdeckung rein. Können auch später noch Holz mit dem Teil transportieren. So, Befüllung starten. Warte mal, ich muss erstmal Abdeckung öffnen, schließen. Spannkorb an Bord lösen. Nächstes Gerät wählen, geh. Ich muss den natürlich hier ganz vorne nehmen. Hä? 7000 nur? Achso, ich krieg noch 7000 hier rein. Ja, moin. Muss schon mal losfahren. Ich krieg nämlich nur 7000 in den Anhänger rein, deswegen. Hä? Ach so. Ja, dämlich. Hab ich die Befüllung gestartet? Jetzt habe ich es dreimal noch näher gemacht. Jetzt muss ich mal aussteigen. Muss in meinen Traktor wieder steigen.
Genau. Gut. Das ganze andere machen wir aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, es euch hat es hier gefallen in der Hinsicht hier beim kleinen Landwirtschaftssimulator hier auf dem PC. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, eine wunderschöne gute Nacht, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, wann immer ihr dieses Video gesehen habt. Schreibt mir gerne ein paar Kommentare. Ich würde mich mega freuen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.